Das ist halt die rechte Schultertaste und das linke Bein. Und blinken, schon wieder ausatmen. Nee, einatmen. Links, rechts, links, rechts. Blinke ich nochmal. Nein, schon wieder. So, jetzt bin ich mal gespannt. Da habe ich jetzt gar keine Ahnung, was mich erwartet. Gibt's auch einen Koop? Ach, das ist cool. Koop-Spiele beste. Wieder so laut. Zieht mir momentan aber fast zu Point-and-Click-Adventure-mäßig oder sowas. Ich weiß nicht. Our story begins in the middle of the 40s, when a hopeful young soldier called Sam... we're not doing that? Zweites Weltkriegsspiel, Alter. Our story begins in the middle of last Tuesday, where a hopeless young freeloader called Sam is sipping a fancy cup of coffee with a name nobody can pronounce. Sam was born with a silver spoon in his mouth. But not the actual spoon that he has in his mouth now. That is a different spoon. But a figurative spoon that represents all the wealth and attention that he has been receiving from his parents. And their butlers. And their butlers' parents. You're a douche, aren't you, Sam? Blink twice if yes. He can't hear me. This is Sam's girlfriend. Also not being heard by Sam. She's mad at Sam for his lack of responsibility produced by his large wealth. She also mentions the fact that Sam has forgotten her birthday for the third year in a row. Sam's girlfriend is upset. As with most rich and famous brats, Sam does not pick up on that. Instead, he decides to lay this gem. Things just work out for me, baby. I can't just run around and do stuff. I'd end up with a limp spine then, or something. Sam's girlfriend does something she should have done a long time ago. Fractured jawbone. Cooler Erzählstil auf jeden Fall, ey. Finde ich richtig geil, schon mal gemacht. Sam is laying unconscious on the floor. He gathers his strength and makes an effort to get up. Then he makes another effort to stand up straight. Sam is hit in the head so hard, he has to remind himself how to walk. He takes a right step. Ach nein. Then he takes a left step. Mit den Schultertasten good laufen. Good job, Sam. You're very good at existing. Geil, das Tutorial eingebunden. Und rechter Analogstick drehe ich mich um. Okay. How dare you startle my child! An overprotective mother hurls a cup of coffee in Sam's face. He has to blink rapidly to regain his vision. Say something, Harold! Oh, gee. How is our son going to become a respected politician if he can't fend for himself? I thought he was going to become an actor. Oh, what's the difference? Was ist das für ein cooles Spiel, ey? Kann ich auch irgendwie nach unten und oben laufen? Ich glaube nicht, oder? Sam remembers the one thing he's good at. Paying for stuff. So he turns around to pay for his beverage. Ich habe noch nie ein Spiel gehabt, wo man so laufen muss, glaube ich, ey. Sam pays the guy 500 euros. What the barely heck? Covering the coffee. Thanks for the tip. Douchebag. Richtiger Hipster-Kaffee. Sam decides to hurl another 500 at the guy. So? Not such a douchebag after all. Sam is hurling stacks of 500s left and right. Ich kann es einfach steuern. Ja, ich mach's jetzt so lang weiter, ne, bis ich pleite bin. Sam is about to spend his whole weekly allowance on tipping a barista named Tony. Ich hoffe, das hat jetzt, he really was hit hard in the head. Keine Konsequenzen. Holy feces. I'll just start my own coffee shop.
Once again, Sam makes someone quit their job by tipping them too much. Geil. Ja, das war auch schon mal eine gute Aktion, die wir hier gebracht haben, ne? Wäre geil, wenn er nochmal was runtergehauen hätte. Ja, so können wir jetzt rausgehen. Sam spends a decade making his way out the door, which is pretty good for a guy with a major concussion. As Sam waggles outside, he sees his girlfriend on the other side of the road. Sam pulls himself together and rushes towards his soon-to-be ex-girlfriend. Sogar dieses Lauf mit L2, this is when a septic tank truck approaches Sam with an average speed of 90 kilometers per hour. The impact renders him 8 types of dead. Nein, Sam. Ach nee. Schön übergeben. Sind wir jetzt echt tot? Wäre ich mal gespannt, in welche Richtung das Spiel jetzt noch geht, aber bis jetzt super geil. Perfectly Paranormal. Ach, jetzt das Intro, okay. Manuel Samuel. Also bis 10 Uhr spiele ich das, glaube ich, auf jeden Fall noch so. Macht bis jetzt auf jeden Fall echt gut Bock. Bin mal gespannt, wie sich das jetzt so weiterentwickelt. Ich will ja so abgehen, ja. Who knew a bottle to the face would result in such a terrible fate for Sam? But a bottle won't be the only thing that will meet Sam's face today. There's also the ground. Ouch. In hell. Nein, geht's jetzt schon wieder los, ey. Aufstehen hier. Ich mach noch mal ein bisschen lauter wieder, oder? Obwohl, Voice und so haben wir alles auf laut. Musik brauchen wir eigentlich nicht lauter. Nee, dann passt. Sam does not like being dead a single bit. He also hates the eerie feeling of not having any cash on him. Then, he finds 7 glowing notes in his pocket. That makes him feel reasonably better. He checks out that horrible sound he's hearing. Not the horrible sound of the screaming souls around him. The other horribly irritating sound. Er war nice there, yo. Geil mit diesem Schild, Obacht, herunterfallende Leute hier. The source of the sound is none other than obliteration and oblivion, extermination and extinction, the end, decease and demise, the grim reaper, death. Yeah. Mit dem Skateboard. Wie stylisch ist er? Death for life. In his coarse, horrifying voice, he lays this on Sam. Yo, yo, yo! You must be Sam from the info I was provided. Then he takes a second look at Sam, and his eye sockets widen. Holy feces, dude! Your soul be like a diamond! Let me cut you a deal that we can seal. For reals? Aight, man, it decided. The notes in Sam's pocket are something called a shred of life. Every soul has at least one, and it is the biggest unit in Hell's currency, followed by quality of life, school of life, sound of life, meaning of life, and thug life.
If you give me your shreds, I'll resurrect your face and get you out of hell on one condition. You'll have to survive 24 hours with a handicap I choose under my supervision, bro. Sam decides to check out the rest of hell before doing any deals with supernatural beings. Digga, was? Was sagst du zu dem Spiel, ey? Ich bin komplett begeistert, ey. Auch wieder so ein bisschen Stanley-Parabel-Erzählstil halt so, aber trotzdem noch was komplett anderes. Why, hello there, dear sir. Let's see if we can find a job for you. You get to be... ooh, a plumber. That'll be all your shreds, dear sir. Shit, wie sie alle gestorben sind, die Dudes. Yes. Sam notices that the souls that get into hell are forced to get a job and become functioning souls of society. For most people, this is okay, but for Sam, it's horrifying. He hurls his shreds at death like he's never hurled piles of money before. Hello there, dear sir. Let's see if we can find a job. Hast du irgendwas vergessen, nachdem du dich hingelegt hattest, oder wie? Wieso reingenopft? That'll be all your shreds, dear sir. Could be worse. Whatever. Kind of sounds fun. Why, hello there, dear sir. Let's see if we can find a job for you. You get to be a struggling freelance artist. Come on. That'll be all your shreds, dear sir. Ah, ich kann doch, ich kann schon laufen. Sehe ich da schon mal? Sagen die gleich, ich soll mich nicht vordrängeln, bestimmt. Looks like it's time for lunch, dear sirs and madams. Take all your concern-related concerns up with upper management. See you in 5 hours. Könnte auch von mir sein, die Aktion, ey. Mit der Wireless-Taste, geil. Sam has seen enough. He goes back to death and his deal. Hashtag seen enough. Welcome to hell. Ja, man, so eine klassische Aktion, ey. Ich auch schon, ja. Klingt auch voll nach sowas, was mir passieren könnte. He keeps the last shred for the next time he meets the gatekeeper of hell. Whenever that's going to be. Hehe. Aight, bro. I only get to do these deals annually. But if you really want to live in biz, you have to do it manually. Also, I will stop speaking in rhymes now. Bin echt immer noch gespannt, ey. Keine Ahnung, wo das Ganze noch hinführt. Bis jetzt finde ich noch komplett offen, so vom Spielerlebnis, Story, alles. Sam has just traveled through time, space and logic and finds himself fully alive and more importantly rich again. His joy is only dimmed by the fact that he can't move at all. Nein. This is when he shows up. Death. Yo, yo, yo! Oh, yeah, you look horrible. I mean, you look great, bro. You be okay? Can you hear me? Blink twice if yes. Oh, cool. You be alive. Everything be fine. Aight, so... this here be the dealing biz. All your body functions be manual. So, hell here? So you kind of have to do stuff on purpose. You be turning kind of blue. Uh-oh. Might want to consider breathing. Ach, okay, verrückte. Und ausatmen? Alter, fuck, ich muss jetzt einfach atmen, ey, wie anstrengend, ey. Alright! Bitchin! You be blinking and breathing, that be bitchin! So, alright. Go survive for a day, and I'll let you live normally for the rest of your life. If you somehow die within the next 24 hours, you'll go to hell and I'll keep your shreds forever. I'll be over there doing kickflips if and you need me. Yeah, once again, so Sam has to make an effort to get up. This time, he has to focus on his spine.
Ja, hast recht. Danke für den Hinweis. Habe ich mir extra angelegt für Singleplayer-Spiele. Ich meine, bei Call of Duty ist da der Radar und so. Aber für Singleplayer ist es schon immer nice, am Exo. And once again, he has to remind himself how to walk. Ah, okay, wenn es heller wird, muss ich immer blinzeln. Oh, by the way, dude, you be getting late for work. Sam does something that resembles walking toward the bathroom. Gonna do a kickflip now. Okay, möchte ich jetzt schon wieder atmen? Let's see here. Ja, so sieht Kickflip bei mir auch aus. Sam's vision is blurrier than a Norwegian teenager at a wedding. He decides to blink. Sam has some trouble with his posture and has to focus on his spine. My body, bending my knees. Sam tries out a strange maneuver. Falscher by stepping with the same leg twice. Echt falsch. Okay, ich glaube, ich muss jetzt nochmal atmen, oder? Okay. Nice. Sam has some trouble with his posture and has to focus on his spine. Was, schon wieder? Ich dachte, jetzt extra hätte ich mich konzentriert auf das richtige Bein. He has to use his opposite leg to get up again. Sam has some trouble with his posture and has to focus on his spine. Blink, Alter, Sam, blink! Durchrüttelt. Hi, let's see here. Der ist mich doch eigentlich rechtes Bein, oder? Ne, war aber jetzt trotzdem L2. Alter, ich muss so viel machen, Hilfe. Blinzeln, atmen. Blink, Sam, blink! Alter, ich bin komplett überfordert, Hilfe! So, welches Bein jetzt? Okay. Your spine, Sam! It matters! Ich will sehen, wie der Kickflip macht, geil. Ausatmen, oder? Einatmen? Einatmen. Gonna do a kickflip now. Blink, Sam, blink! You're danke, das ist no schon wieder eine zweite Bein. Friggin' Skateboard. Hi, let's see. Ja! Ja! So. Ja, ich muss halt so umdenken von den Beinen, weil links nicht rechts ist irgendwie. Oder ich bin zu trollig. Das ist halt die rechte Schultertaste und das linkes Bein. Und blinken schon wieder, ausatmen. Nee, einatmen. Links, rechts, links, rechts. Blink ich nochmal. Nein, schon wieder. Hauptsache ich atme zwischendurch, dann habe ich schon wieder komplett vergessen, welches Bein ich genommen habe. Wie soll ich so einen ganzen Tag überleben? Ich muss alles manuell machen. Blink, Sam, blink! Okay, ich kann auch zwischendurch im Laufen. Sam tries to take a leak. Alter, das wird jetzt sowas von gar nicht funktionieren. Hey, dude, have you seen my... Oh. Fuck, wie schwer ist es hier blink, zu pinkeln. Sam, blink! Oh, und Sam jetzt auch noch blinzeln auch auf dem Pinkeln. Including, but not limited to... Es ist so sauschwer, ey. Ist es schwer. Schwerstes Spiel, was ich ever gespielt habe, ey. Aufrecht halten, blinzeln. Empty bladder later. Atmen. Sam moves on. So, jetzt rechts, links, rechts, links. Nochmal nach oben drücken. Nee, hat nichts gebracht. Blinzeln. Weißt du, wie es sich anfühlt, zuzusehen, so wie der Typ aussieht, ey. Dusche. Nein, falsches Bein. Nein. Das ist falsche Taste. Blink, Sam! Dieses Atmen blink. Auch immer, ey. Und wie komme ich jetzt an die... Muss ich noch einen Schritt nach vorne machen? Oh, nein. Ich bin... Alter, ich bin so überfordert, Mann.
Hilfe! Nee, ich kann nicht weiter nach vorne auf jeden Fall. Blinzeln, 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 atmen. Wie komme ich an die Seife? Ach, okay, okay. Hand aushalten. Sam tries to take a shower. Okay, geil gemacht auf jeden Fall. Die oberen Schultertasten, die Hände, die unteren, die Beine. How hot. He looks like a mantis that's trying to explain to someone how a bicycle works. Fuck, umgefallen, ey. Falsch geatmet, oder? Sam underestimates the importance of air in his lungs. Jetzt habe ich hier, nee, jetzt habe ich schon wieder zu viel ausgeatmet, oder? Oh, ich verstehe es nicht mit dem Atmen. Blinzeln. Warum reicht das jetzt? Das sieht doch gut aus. Jetzt noch atmen dabei. Oh, oh. Oh, ist das schwer. Was spiele ich hier? Muss ich öfter drücken? Habe ich mich jetzt... Ah, da oben ist der Fortschritt. Okay, sehe es hier. Jetzt nur... Ah, blinzeln noch. Blinzeln, blinzeln. Nein. Wie viele Tasten muss ich denn jetzt auf einmal drücken und noch atmen? Nein. Fuck, nein. Jetzt hat sich schon wieder unter der Dusche zusammengelassen. Ey. Es ist so geil, das Spiel. Wow. Es ist so verdammt schwer, aber ich bin komplett maßlos überfordert mit jeder einzelnen Taste. Atmen. Okay. Ich bin auch schon fast sauber. Also. Fast. Komm, das schaffen wir jetzt. Geschmeidig unter... Das ging doch schnell. Schnelle Dusche am Morgen, oder? Atmen. Okay, umdrehen. Blinzeln nochmal vielleicht. So, jetzt die richtigen Beine. Jetzt muss ich linkes Bein. Ah, okay. Das ist dann immer spiegelverkehrt sozusagen. Linkes Bein. Also jetzt stimmt das. Und vorhin hat es da nicht gestimmt mit dem Bein. Gerader kann ich mich gerade nicht machen, habe ich schon probiert. Ausatmen auf jeden Fall. Nee, einatmen, einatmen. Falsches Bein, okay. Rechts, blinzeln, 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 links. Rechts, atmen. Links, wieso kann ich nicht Zähne putzen? Ah, jetzt, geil. Sam holds on to that toothbrush like his life depends on it. Komm, mach mal ganz schnell, bevor wir atmen müssen. Einmal Luft anhalten und komplett in einem durchziehen. Zähne putzen, ganz schnell. So wie in echt. Oh, oh, ich will... Nein! Und jetzt blinzeln. With clean teeth, Sam is ready to smile. Sam is dumb enough to breathe in with his mouth full of water. He has to cough. Ja, so wusste ich auch am Zähneputzen auch immer. Boah, ich check das mit dem Atmen nicht, ey, wann ich am, wie am besten wann atme. Okay, wo geht denn die Reise jetzt hin? Danke für Erinnerung mit Atmen. Nein. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Clean and empty. Sam decides to find some clues. Klamotten. Blinzeln. Nein, falscher Schritt. Sobald ich was anderes mache zwischen dem Laufen, scheitere ich dran. Wie schwer es ist, ey. Hi, let's see. Alter, eins der besten Spiele, die ich je gespielt habe. Blinzeln. Bend in my knees. Oh, what I be doing wrong, yo? Das freue ich mich auch immer beim Skaten. Ich will eigentlich nach dem nur zuschauen, dem geilen Reaper. Gerade kann ich mich nicht machen. Blinzeln. Rechts. Links. Rechts. Links. Rechts. Links. Rechts. Links.
rechts. Gonna do a kickflip now. Stimmt, was so ähnlich war, war dieses... Sam can open doors now. Clever boy. Dieses Skate-Spiel war eigentlich auch so ähnlich, weil man da auch seine Beine extra gesteuert hat. Da war ein Control-Stick linkes Bein, ein Control-Stick rechtes Bein. Eigentlich auch ein bisschen Ähnlichkeit. Blinzeln. Wie komme ich jetzt an den Schrank? Links? Oder muss ich einfach noch weiterlaufen? Rechts. Geile Bilder. Tür auf. Sam enters his wardrobe. Geiler Kleiderschrank. What will he wear today? Okay. Boah, jetzt muss ich mit den Beinen wieder andersrum denken, Leute. Komm, gib mir irgendwelche Klamotten. Das ist mir komplett egal. Jo. Ja, und Sam zu. Successfully puts on his pants. Naja. Feeling more accomplished than ever. He proceeds to find a jacket. Only the best one will do. Hat auch fast gut geklappt mit der Hose anziehen. Falscher Schritt, ey. Ist so schwer. He settles for a mediocre one. Humble. Fully clothed, Sam is ready for the day. P.S. Nice. He's not. Soll ich mal noch weiterschauen in die Richtung? Ach, dieses Laufen, ne? Immer nur, wenn ich nach links laufe, bin ich komplett verwirrt. Weil die Beine andersrum sind. Jetzt passt. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Easy doing. Geatmet und geblinkt gleichzeitig. Schuhe an. Rechts. He puts on his shoes. Living the dream of having shoes on. Ich lebe richtig den Traum hier mit meinen Schuhen, ne? So habe ich es mir vorgestellt, ne? Hä? Jetzt bin ich doch wieder schon hier rein. Ich dachte, es geht in eine andere Tür. Okay, dann laufe ich jetzt mal weiter. Links, rechts, links, rechts, links. Muss ich... Ah, falscher Dingens. Ich wollte gerade überlegen, Sam, Sam decides to hurl himself down the stairs. Apparently too used to hurling money around. Gerade am überlegen, ob ich dauerhaft nach oben gedrückt halte. Dass ich dann nicht einknicke, das kann ich mal noch probieren. Boah, Mann. Okay, ich glaube, das klappt hier nicht. Wie ich... Ah, auch geil. So kann ich mich doch auch gut bewegen. Komm, das mache ich jetzt. Geht viel schneller, als wenn ich überlege, ey. Die wollen mich halt... Die wollen mich halt... Flappy Rooster is Sam's favorite game. He has no time for playing with a Flappy Rooster right now, though. Ja, lass mich spielen. Komm schon. Oh, blinzeln, blinzeln. Skaterboy ist wieder am Start. Following the story at this time, and gang wars are still an escalating problem at Bridge Street, where the police are struggling to regain control. Commuters are advised to... Hey, Lucy, I'm home. Oh, hey, dude. Still alive, huh? Oh, jetzt habe ich hier gerade was gecrashed, Leute. Oh, oh, schnell blinzeln. Alter, das Game ist der Hammer. Hast du es auch schon mal gespielt, Basti? Ich bin zwar komplett überfordert mit allem, aber die Idee und alles ist der Wahnsinn, ey. Nein. Aufstehen. Rechts, links, rechts, links. Ich halte mal nach oben gedrückt, mal schauen, ob das was bringt. Gleich nochmal atmen. Schaffe ich das während dem Laufen? Nein, schaffe ich nicht, weil ich dann den gleichen Schritt nochmal mache. Rechts, links, links.
Es kann ja nicht so schwer sein, zwei Tasten abwechselnd zu drücken, aber sobald ich eine zusätzliche Taste drücken muss, Alter. Es ist der Wahnsinn. Das kannst du für 1,50 Euro holen und bekommst noch zwei andere Spiele dazu. Keine Werbung, ich krieg kein Geld dafür, aber ich bin komplett begeistert hiervon. There is a note saying, sent over a maid to make you breakfast. Don't breathe in while chewing. Love, Mom. Okay, nicht atmen dann während dem Essen. Ja, das klingt doch schon mal nach einem Plan. Blinzeln. So, jetzt bin ich mal gespannt. Essen. Ja, rein damit. Ah, kauen. Okay. Oh Gott, wie soll ich jetzt atmen? Atmen. Blinzeln. Atmen. Aufrecht halten. Brauche ich den Löffel hier noch? Noch mehr essen? Eigentlich habe ich genug gegessen, oder? Gute Frage mit dem Prime. Hast du denn schon verbunden deinen Amazon-Account mit Twitch, dass du quasi Prime Gaming hast oder wieder... Oh Gott, einfach umgefallen. Ich habe auf jeden Fall schon zwei Prime-Subs bekommen, also generell geht das schon. Blinzeln. Links, rechts. Alter, wenn man so weit... Komm, ich robbe jetzt wieder. Sie wollen mich nur aufhalten. Nein, ich bin aufgestanden. Egal. Blinzeln nochmal. To-Do-List. Was steht denn hier? Oh, immer diese zwei Schritte hintereinander, ey. Erstmal ruhig durchatmen. Remember Pants and Shoes, ja. Das ist ein guter Hinweis. Tür auf. He finally makes it out the front door. Beaten. Terrified. Stupid. Ja, haben wir doch souverän gemeistert den Morgen, ne? Wir haben geduscht, Zähne geputzt, gegessen, uns angezogen. Lief alles wie am Schnürchen, ne? Links, rechts. Erstmal im Pool reinspringen. Dude, I am totally gonna kickflip over your car. Ow! Dang! Atmen spare ich mir noch, das hat noch ein bisschen Zeit. Oh oh. Na gut, jetzt. Ah, jetzt habe ich Dingens wieder losgelassen nach oben. Wie rot die Augen ja immer auch werden. Ich sehe nicht mal, welcher. Okay. Dude, it was like that when I got there. You might want to get that hood fixed. It be loose. Yeah, I'll just get in the car, yo. Er springt easy rein. Alter. Ich hab's noch geschafft. Sam Awakens unlocked in Time Attack Mode. Okay, whatever. Hey, dude. I turned your automatic gearbox into a manual one for the funds. That be ironic or what? At this point, Sam notices that Death isn't really a nice guy. I guess I should teach you how to drive a stick, huh? Hehe. Aight, so, when starting the car, you want to press down the clutch pedal. Nobody has clutched anything for years. Good luck, Sam. Alter, jetzt Autofahren, ey, wird bestimmt richtig schwierig. Unteratmen müsste ich ja auch weiterhin und alles. Blinzeln. Now, okay, while you have the clutch down, press the gas pedal. As you let go of the clutch, the car will start moving them bits. Good job, dude. You ain't as useless as you look. Und Blinzeln wäre am Autofahren besonders wichtig. To stop, you gotta move your right foot to the brake pedal. Wie mache ich das jetzt denn? Left for us, he means. And obviously, press it down. Falsch. Give stopping a go, dude. Nice.
Now, start driving again. Boah, ey. Fahrschule Deluxe hier. Erstmal nochmal durchatmen. Zu fest geatmet, glaube ich, oder? Okay. Wie war das jetzt? And obviously, you turn left and right with your arm. Easy, klar. Denke ich noch. Soll ich jetzt einfach schon... If you want to drive faster, you gotta use the stick, baby. To upshift, you press down the clutch, ja, and klar. Then yank the stick. Okay, die Beine sind schon mal von mir aus gesehen. Obviously, you can't turn left when your hand be on the stick. So to turn left, das ist schwer, alles. You have to move your hand back to the steering wheel. Ach nein. Oh, jetzt stehe ich wieder. Ich muss atmen. Ich muss Augen machen. Boah. Wie viele Sachen kann man denn gleichzeitig machen müssen? Bremsen, Fuß rüber. Stop, you homicidal maniac. Ich hab doch gebremst. Schau mal, wie gut. Lass ich die alte Lady gerne mal durch. We almost killed that lady. She ain't due for another... a few hours. Listen, if you kill somebody before their time because I messed up your motoring skills, I will be in deep feces, okay? So keep your eyes on the road. If you almost kill someone, I'll stop the car, yo. Das ist echt. But then, you'll have to start it all over again with the clutching bits, right? Nein, bitte nicht. Also, was machen wir jetzt hier? Anyway, dude, you're probably wondering why all this biz be happening to you. So ist also die Hölle, Alter. It be all part of bureaucratic bull feces. The shreds of life you give to those gatekeepers to get into hell? Yeah, they be distributed between the bank of hell and Satan. Oh, yeah, dude. Right, yo. No, sir. As I was saying. Oh, yeah, wie kriege ich denn meinen Kopf wieder nach oben? The big S. Then, the bank of hell distributes their share as salary among the citizens of hell. Do you know how much der labert mich halt auch so krass voll, ey. Ich kann ihm eh nicht zuhören oder weder lesen oder irgendwas. A little less than a burger flipper at Mickey Demons, yo. And a little more than an elementary school. Right, dude? Ich muss schauen, dass ich atme und meine Augen blinzeln. Nein, jetzt hat er mir eingegriffen. Don't be dead and drive. Get out of the road, friggin' hag! Kupplung kommen lassen. Okay, nice. A little atmen. Less than a burger flipper at Mickey Demons, yo. And a little more than an elementary school teacher. You know what I be saying? Up high. Never mind. Ja, nee, dem noch High Five geben will ich bestimmt nicht, ey. Maybe two shreds on him, depending on his life quality. And I don't want to point right, yo. Gah! Anyway, and I don't want to point fingers, but someone here be a spoiled brat, bro. Dude, you had 7 shreds. You have any idea how rare that be? Stimmt, mit der Schnute, mit dem Mund zu, ey. Making deals with bratty souls that have, right, dude? Ja, das fand ich auch schon immer so nice. Anyway, I be scamming. I mean, making deals with bratty souls that have more than 2 shreds of life for an eternity, yo. And I only got 295 shreds of life, bro. Soll ich nochmal kuppeln eigentlich? Bringt mir das was? Yo, Skeletons FT Dub. Läuft doch jetzt ganz souverän. Ich bin jetzt halt nicht so schnell, oder? That gray cloud in the middle of the road. Oh, feces! That'd be a whole school of old ladies! Get ready! War jetzt wahrscheinlich zu früh gebremst, oder? Right! Ah! Yo, go! Ah! Right! Ah! Und atme noch währenddessen. Yo! Ah! What be up with all those old ladies today, bro? Hey, Sam,
You're never gonna make it to work on time with Schwerste all these Spiel baddies ever, everywhere, dude. What do you say we take a shortcut? Klar, gib mir die Abkürzung. Ich bin als Profifahrer. And so Sam drives the car to a place he has never been before. A place called Bridge Street. Oh, dude. I hope it be safe here. Hope there be no, say, crazy gang members here or nothing. No, really, oh, liegt schon einer erschossen rum, noch einer. Oh, crazy gang members. Oh, excuse me, you be a crazy gang member? Dude, don't you worry, I know where the crazy gang members be. To Death's surprise and Sam's relief, the gang members are lying dead on the ground. This is when Death notices a distinct silhouette in the distance. What be the deal, bro? Why be there? Oh. Er nervt einfach so. Er ist irgendwie so cool, der Tote, aber er nervt auch so krass. And enmity, bloodshed and hostility, strife and strike, struggle, battle, war. She is neither wearing dumb clothes nor doing kickflips. She is just standing there after a job well done. Oh, holy feces, it be her! I'll be my breath. Just be cool. Be cool. Be cool. Okay. Just don't be yourself. Hey, War. How it be going, babe? Wanna hitch a ride in these sweet wheels? Geile Mucke hat sie auf jeden Fall. Oh, holy feces. Here she comes. Hey, ich find's auch brutal geil, das Game. Just shut up and take me to the metro. Komplett begeistert. So, Kupplung, Gas, Kupplung kommen lassen. Easy. Atme mal zwischendurch, blinzeln. Alles cool. Aren't you supposed to, like, reap a bunch of people, you knucklehead? I was. But then I got bored, so now I hang out with my buddy Sammy here. Ain't it right, Sammy? Stop here. Oh cool, ein paar Leute abknallen. Beste Leben. Okay, we can go. Da muss ich jetzt erstmal ordentlich atmen, ey. Wenn die hier einfach Leute umbringen. So instead of guiding endless amounts of confused souls to the afterlife, you waste time with this dumb, ugly mortal. Stop here. Okay, we can go. Yeah. Hey, you want a cigarette? Ugh, you are so annoying. You know I'm trying to quit. Fine, give me one. I hate you. Go right here. Stop here. Okay, let's go. Jetzt habe ich aber genug vom Autofahren langsam. Hey, guess what? I totally landed a kickflip today. Sicher hat er einen Kickflip Take gelandet, haben wir gesehen. Stop here. Okay, let's go. Wow, you really landed a kickflip? That's kind of hot. Yeah, or, well, I almost landed a kickflip. Jetzt erzähl ich den Girls auch mal, da fast you know, Kickflip gelandet. You know, Famine can do a frontside kickflip. Such a show. Stop here. Meinst du, ich könnte auch einfach halt nicht anhalten und so? Let's go. Und dann wäre ich halt eher, hätte ich eher so gutes Ende oder sowas vielleicht. Kann natürlich auch sein, ne? Wenn ich mit Absicht nicht anhalte. Ja, ich zieh's jetzt mal weiter durch mit dem Drive-By. Ich will der natürlich auch ein bisschen imponieren. Oh, I never be getting used to those grannies. Stop here. This is where I get off. Okay, ciao.
I'll see you around. Whatever. Sie ist so cool. Da, 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 da. Wie lange spielen wir das Spiel jetzt eigentlich noch? Oh, snap! Sagen wir bis halb, Viertelstunde, oder? Step on it as hard as you can if we gonna make it. Go, ziehen go, wir das jetzt go. Die ganze Nacht durch hier. Yo, faster, faster! Weil das muss ich bestimmt gleich schalten und ich weiß nicht genau, wie Yo, schalten faster, geht. Faster! Faster, dude! Get up to fifth gear! Ja, wie? Yo, dude, faster! Faster, faster! Yo, faster! Ich bin am Knüppel, faster. Aber ich weiß nicht, was ich machen muss, ey. Faster, faster! Yo, faster, faster! Ich bin ja an der Kuppel, aber ich kann. Faster, dude! Get up to fifth gear! Kuppel. Ach so, warte. Stimmt, 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 stimmt. Kuppel muss natürlich. Faster, faster! Yo, faster, faster! Klar, muss die Kuppel gedrückt halten. Yo, dude! Könnte ich das vergessen? Danke. Faster, faster! Faster, dude! Get up to fifth gear! Bin ich? Nein, ich wollte nicht bremsen. Yo, dude, faster! Mein Arm zurück. Wie mache ich meinen Arm zurück? So, okay. Beide Hände faster, wieder am. Dude, get up to fifth gear. Okay, jetzt muss ich erstmal wahrscheinlich wieder zurückkuppeln, weil faster, ich mega lahm bin. Laber mich einfach nicht so voll, ey. Okay, jetzt nochmal von vorne. Es ist echt faster. Wie Fahrstuhl, ey. Also, Kupplung. Yo, faster, faster! Atmen erstmal. Jetzt können wir wieder an die Kupplung dann mit nach oben. Links so nochmal. Kupplung drücken. Nein, Hand. Yo, faster, faster. Faster, dude. Get up to fifth gear. Ja, geil geschalten war das Yo, natürlich nicht. Dude, ich weiß nicht, ob man halt gut schalten kann auch. Yo, faster, faster. Bleib jetzt einfach direkt im fünften Gange. Yo, dude, das ist viel zu anstrengend. Faster, faster! Yo, faster, faster! Faster, faster, Alter, er nervt mich so krass jetzt. Faster, ich fand den Anfang zu cool, ey. Yo, dude, faster! Almost fast enough, dude! Step on it! Yo, ich tritt voll drauf. Almost fast enough, dude. Oh, feces! Stop, stop! Feces! Did we kill somebody? Oh, please let it just be a rock or a hipster or something. Ja, mein Hipster war fun. Sam goes out the door to see what happened. Man, he only has to follow Death's crying voice. This guy wasn't new. He wasn't new. What be I gonna do? Hey, wait a minute. Hey, Sam, can I borrow your last shred of life? Blink twice if yes. Was, wenn ich jetzt nicht blinzle? I guess we're doing this. Geht wahrscheinlich so lange, bis ich blinzeln muss, oder? Oh Gott. Soll ich mich wirklich trauen? Es geht halt so lange, bis ich blinzeln muss. Ich glaube, austricksen kann ich das jetzt in dem Fall nicht, ne? Ja, aber wenn ich zweimal blinzel, dann gebe ich ihm mein Shred of Life. Aber ja, es ist so gemacht. Ich dachte, man hat jetzt vielleicht die Auswahlmöglichkeit, ob man es ihm gibt oder nicht, aber natürlich muss ich irgendwann blinzeln und das ist natürlich... Alright. Ja, du hast zweimal geblinzelt. Du hast den Deal bestätigt. Yo, 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 let's do a deal that we can seal, yada, yada, so gemein, der Typ, ey.
slap your salmon 57 times in 24 hours or you'll be dead forever. Now, get out of here. I just had to. Anyway, let's get out of here. Weird. So. It's another busy day in RoboCorp Inc., where they produce automatic robots for fun, convenience, and most importantly, safety. Finally, Sam makes it to work, and only by having the most terrifying morning of his life. He waggles towards the entrance, still shaky after the events of his trip. So, jetzt aber rechts, rechts, ja, passt. Rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Kurz mal stehen bleiben und atmen. Kurz mal Rückgrat gerade machen. Atmen nochmal, blinzeln. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Tür aufmachen. Easy. Jetzt sind wir auch schon drin in der Arbeit. Oh nein, Laser-Accident. Guess what? I can shoot lasers! Awesome, dude. So can my prosthetic eye. Ich will denn eigentlich nur zuhören. Ah, RoboCorp's proudest and newest invention, the MaidBot. It is rumored to have over 3,000 functions, including pest control, rest control, and guest control. And it can make you a nice cup of coffee. Hey, was mich auf jeden Fall auch interessiert, ich glaube, da gab es ja auch sogar Koop-Modus, wie das dann funktioniert. Yes, Sam. Do the splits. Wäre geil, wenn... respect you more. So, meine Fortbewegungsmethode. Ob man dann zu zweit die gleiche Figur steuert, dann wäre es halt auch noch schwieriger, wenn man sich absprechen muss, aber vielleicht nicht. Oh nein, was ist schon wieder passiert? So, bin ich hier am Empfang? Klingel? Sam focuses all his brain energy on trying to speak well-formulated sentences. Hello, Mr. Samuel. How can I help you? I am Sam. Geil, wie ich das jetzt... Alter, das ist so schnell. Sam says, sparing no vocabulary expense. Hat nicht so gut geklappt. Okay, I didn't really catch that, sir. Okay, jetzt... I am Sam. I am Very Sam. Good, sir. Was there anything else? I. Nein. Ja, und blinzeln muss ich hier auch noch zwischendurch, oder was? Und atmen, ey, sprechen. Wie viel soll ich denn noch auf einmal machen, ey? Ich bin doch auch nur Mensch. Oh, Mann. Okay, I didn't really catch that, sir. Sam tries again. Ich hatte mal auf dem Handy sowas mit Dad is not a gamer. Ich glaube, das ist nicht das Gleiche. Aber ja, wenn es auch in dem Stil ist, ey, bestimmt Bombe. Oh, nein. Ey, das ist echt nicht leicht, die Dinger zu treffen. Okay. I didn't really catch that, sir. Und nochmal. Sam tries again. He needs his keycard. Ey, die machen es schon langsamer und ich bin trotzdem zu schlecht. Nein. Ach, weil ich jetzt aber auch die Schnelle gewohnt bin. Das ist so schwer. Der wird wieder nichts. Der wird mich nicht verstehen. You are a wordsmith, Sam. Of course, sir. Try not to lose it again. Sie haben es einfach so gegeben, obwohl ich eben behinderter gesprochen habe. Ah, ich muss jetzt gedrückt halten auch noch. Die ganze Zeit, dass ich die Tastkarte nicht fallen lasse. Sam passes out. Luckily, no one cares. Luckily, no one cares. So, click and point zu einem Game. Ein Viewer Safe muss im gleichen Style, gibt es halt Octodad. So,
Jetzt Konzentration, atmen erstmal und blinzeln danach. Karte aufheben. Links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Stehen bleiben mal, atmen, weil beides gleichzeitig geht nicht hin. Blinzeln. Links, rechts, links, rechts. Sam has no time for waiting. Oh, nee. He wants to get around to doing nothing as soon as possible. Links. And then he meets his old nemesis. Stairs. Blinzeln. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Sam goes in the third door to his office area. Yeah, it is a dangerous job, but the health benefits are awesome, dude! I blew off my leg in a laser accident, and they gave me a new one right away! I blew off my arm! It was the best day of my life! Die Laser-Exzellenz hier in der... Wie sie alle feiern. Ich muss echt zum Atmen We've seen Sam stehen bleiben. Do weirder things. Ich hab's vorhin mal probiert, während dem Laufen zu atmen, aber... Ey, komplette Überforderung. Rechts, links... This is Ingrid, Sam's secretary. Since Sam never gets any calls or does any actual work, Ingrid has a level 80 warrior in every game ever made. Das, ja, ist gut. Die ist auf jeden Fall wohl skilled. Sam's office. A waste of space, according to everyone ever. Sam doesn't do much at work, simply because his father doesn't let him. According to Samuel Sr., he only has to show up, shut up, and not mess up. This gives Sam plenty of time to sharpen his skills on his favorite game, Flappy Rooster. Es war so klar, dass ich mir den Kaffee jetzt one here too. Sam decides to try schütte. And beat his record of 10,000 points. Gib mir den Kaffee. Nein! Och Mann! Ich hab's so mit Vorlauf gedrückt, ey. So, jetzt aber. Dritter Versuch. Ja! Und war natürlich zu heiß, oder? Super, jetzt habe ich den wieder direkt ausgekotzt. Das hat sich gelohnt. Links, rechts, links. Ich würde mal sagen... Ah, jetzt ist ja schon halb. Ich wollte gerade sagen, ich spiele bis halb. Komm, wir spielen jetzt bis Viertel vor. Viertelstunde ziehen wir jetzt noch voll durch. Boah, schaffe ich das so lange, Alter? Das stinkt mich so krass an, ey. Schwierigstes Spiel, was ich je gespielt habe in meinem Leben. Geile Bilder wieder von Sam hier. Gib mir die Pizza. So, können wir diesmal Flappy Roaster spielen? Boah, ich will gar nicht spielen. Aber eklar. It is Ingrid. Mr. Samuel. For the win, Alter. Mr. Welfenberg wants to speak with you. Also known as Samuel Senior. Sam's dad. He seems kinda angry. Take the elevator to his office. Umdrehen. Oh, jetzt sind die Beine wieder vertauscht, ne? Jetzt muss ich zuerst... Linkes Bein ist nämlich jetzt rechter Button. Jetzt sollte ich mal ein bisschen schneller laufen, hat sich direkt wieder aufs Maul gelassen, ey. GG. Muss ich in die Richtung oder in die andere Richtung? And I got this one after my 16th laser accident. Oh, die Arme, honestly, ey. I can barely feel pain anymore. Ich halt wenigstens extra Erfolg freige. Oh. Oh. Also links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Raus da jetzt erstmal atmen. Boah, strengt mich so an, Leute. Ich hoppel jetzt wieder so voran, ne? Jetzt sagt Tobi gleich wieder das Cheaten. Na gut, ich kann aber so nichts benutzen.
The soothing elevator music sets the mood for productivity and not asking questions. All of Sam's interactions with his old man have lately been reduced to short meetings in his office. Nach links kann ich einfach nie laufen, weil es immer verdreht ist. Ja. Hätte ich da noch rübergehen sollen zu dem... geile Minigolfbahn. This is Samuel Senior. He owns Robocorp Inc. And he is tired of the fact that Sam is always late to work. Sam is keeping the morale of his company down, and it is time for him to work for his money. No more fancy offices. You are starting at the bottom. Today, you start as a Lefidium inserter in the storage room. Go down to the basement and get to work! Atmen. Oh. Rückgrat. Sam has done weirder things to impress his dad. So geil, dass halt auch immer kommentiert wird, wenn man sich hier aufs Maul legt. Lefidium. It's a ridiculously rare material packed with energy. It is the key ingredient to the success behind the robots in Robocorp Inc. Its energy is measured in consciousness, and even just a little bit of the stuff could do wonders for artificial intelligence. Despite all his efforts, Sam ends up working for the first time in his life. At least he's alive. Sam's job is ridiculously simple. He has to pull the lever, so a chunk of Lefidium comes down. Okay, da war's schon, hat's gerade noch nicht erkannt. Then he has to put the required amount of Lefidium in a robot's slot. Dude, your dad couldn't have picked a worse day to make you work with this stuff. I guess we'll be back in hell in no time. Gonna do a kickflip now. Zeig uns den Kickflip, bitte. Even that task gets too hard for Sam. Ah, nein, ich hätte gedrückt halten müssen. Toxic material. Ach, shit. How hard is it to blink, Sam? Oh. Oh, 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 oh. Bending my knees. Also hier drauf drücken, umdrehen. Okay, gedrückt halten. Gedrückt halten, umdrehen. Yeah! Links, rechts, links, rechts. Oh, was ein Glück. Hat geklappt. Yeah! Müsst ihr jetzt noch mehr reintun, oder? Wahrscheinlich. Blinzeln. Falscher Schritt. Wie gesagt, ich kann nicht nach links laufen. Ich komme darauf nicht klar, wenn es mir ist andersrum. Gonna do a kickflip now. Und ich lasse sie da los. Nein. Oh, ich bin so schlecht und jetzt lässt mich aufs Maul und ich hobbel einfach nur noch hin. Hi, let's see here. Aufstehen, okay. Relax drücken. My body, bending my knees. Atmen. Jetzt ist links vorne. Ich müsste eigentlich nach rechts vorne. Es ist halten verkehrt. Ich muss links vor, okay. Gedrückt halten. Umdrehen. Links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Kann ich diesmal gleich zum Kommen? Nein, nein, okay. Ich bleib bei dem. Ich hab mir erst überlegt, ob ich eins weitergehe. Atmen. Umdrehen. Links ist vorne, links drücken. Harvey. Irgendwie doch durchkommt, what the fuck. Ah, yes. Gonna do a kickflip. Mein Kopf einfach rein. Friggin' Skateboard. Gedrückt halten, wichtig. Aufrichten. Links, rechts. Ich will nicht mit dem Ding in der Hand umfliegen. Atmen müsste ich auch, spare ich mir kurz. Jetzt kann ich atmen. Links, rechts. Kann ich jetzt schon hier den Button machen? Ah, auch geil, dieses Schild im Hintergrund zu Days Without an Accident. Oh, blinzel noch schnell. Sam figures out how to open an automatic door. Impressive, Sam. So gut, diese Kommentare.
Oh, falsches Bein. Ja! Oh, muss ich hier auch noch was hinbringen, oder? Erstmal atmen. Sam decides to drink some water. Because, why not? Okay, Wasser trinken wird bestimmt auch wieder übel schwer. Do a kickflip now. Okay, geil. Habe ich auch runtergeschluckt, ohne zu atmen. Hi, let's see. Ja! Zu schnell gelaufen. Falsch gelaufen. Atmen, blinzeln. Links. Nochmal blinzeln. Ah, ich muss ja auf die automatische Tür drücken. Kann ich nicht. Muss ich weiter weg. Umdrehen. Atmen. Ich muss so viel gleichzeitig machen oder hintereinander und ah. Falsch geatmet, zu hektisch. Ruhig, okay. Ja! Und aufs Maul geflogen. Und nochmal aufs Maul geflogen. Gonna do a kickflip now. So, ich atme jetzt nochmal durch. Blinzel. Halte gedrückt. Dreh mich um. Rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Relax my body. Bend in my knees. So, jetzt habe ich das Ding da. Hey, ich check's gerade nicht, was ich jetzt machen muss. Also ich kann nicht mit dem Ding hier durchlaufen. Ich dachte, ich muss halt dem großen Roboter auch noch was geben. Dieses Rage-Game musst du mal zocken, wo man versucht, ins Weltall zu kommen. Kenne ich auch gar nicht. Kennst du da den Namen? So, wir haben noch 7 Minuten. War jetzt das zeitliche Limit von mir. Muss ich jetzt mit dem Roboter was machen? Wasser habe ich ja schon getrunken. Bringt mir nichts. Ich kann aber nicht mit dem Toxic-Zeug da durch die Tür gehen. Oder ich habe es falsch gemacht. Gonna do a kickflip now. Ach, ausgespuckt. Geil. Hust, hust, hust. Hi, let's see. Und schon wieder einen falschen Schritt. Relax my body. Bend in my knees. Oder muss ich hier noch mehr Roboter befüllen? I don't know. Nee, konnte ich eigentlich nicht. Da kommt wieder das Toxic raus, okay. Dann gehe ich jetzt da nochmal hin. Nimm mir das, dreh mich um. Fall hin. Gonna do a kickflip now. Friggin' Skateboard. Hi, let's see here. Yeah. Relax my body. Bending my knees. Boah, es ist so die krasse Konzentrationssache. Kann ich denn... Oder soll ich die nochmal befüllen jetzt? Oh nee, jetzt das auch noch. Dann kann ich mal einmal einen Moment nachdenken, ohne zu atmen oder Luft zu holen. Ich meine, die habe ich ja eigentlich schon. Ja, und ich check's gerade nicht, was ich machen soll. Ich habe die eigentlich schon befüllt. Gonna do a kickflip now. Wenn ich jetzt das drück, dann... Ja, geht das wieder in die Luft. Also ich komme da nicht durch. Oder kann ich... Oder muss ich quasi die Tür... Ach, ich muss in der Zeit da reinkommen, oder? Also dann ist es der Endboss aber in dem Spiel. Komm, kann ich ja vergessen, ey. Verstehe, ich muss die Tür aufmachen, hintergehen, dieses Toxic-Zeug holen, damit ich dann mit dem Toxic in der Hand da durchlaufen kann. Alter, es wird sowas von der Endgegner jetzt sein, ey. Das machen wir noch, wenn ich das geschafft habe. Ey, habe ich mir hier Feierabend verdient, würde ich sagen. Also... Ja!
Nein. Ah, wir hätten das zuerst schon machen können. Vielleicht. Nein, 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 nein. Gonna do a kickflip now. Schaff mal niemals. Nein, zu sch. Nein! Hi, let's see. Ja! Okay. Relax my body. Also, ich tue auf jeden Fall diesmal schon. Das nach unten. Oh Gott, geht's mir gerade schlecht. Ja, ich wollte ja eigentlich bis halb machen, aber dann war es schon halb. Deswegen habe ich jetzt Viertel vor gecallt. Viertel vor war jetzt wirklich der Call sozusagen. Und von dir kam ja auch keine Zeitansage mehr, deswegen dachte ich mir, YOLO. Okay, dann können wir das schon mal runterlassen. Boah, ich muss so einen weiten Weg laufen, ey. Und wenn ich zu schnell laufe, dann geht's, glaube ich, auch nicht, ey. Ich kann es nur noch mal. Schön im Takt. Ja, da lässt mich schon wieder hin, ey, wenn ich ein bisschen zu schnell laufe. Ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Okay, von hier erwische ich es noch nicht. Ach, zu viel ausgeatmet. Ja. Von hier erwische ich's. Du hast gar nichts mit 22. Ich habe gesagt, ob. Ich habe eine Frage gestellt, ob wir bis 22 Uhr das spielen. Und da meintest du, ja, ist egal. So, jetzt muss ich mich erstmal schon mal. Mir geht's schon ganz schlecht, ey. Ich fall die ganze Zeit um. Mein Puls steigt. Also, wir stehen auf. Wir atmen jetzt nochmal ein und aus. Wir blinzeln jetzt noch. Jetzt drück mal die Tür. Jetzt drehen wir uns um. Nein, und direkt falscher Schritt. Soll ich es jetzt noch? Ich probier's. Nein, komm. Okay, können wir vergessen. Zweimal hingefallen, so schaffe ich es auf jeden Fall nicht. Oh, man könnte meinen, es ist echt nicht so schwer, die beiden Füße einfach hintereinander zu setzen. Aber es ist der Wahnsinn. Es ist der Wahnsinn, ey. Alter, das betrunken noch, das Spiel wäre auch komplett, könnte man auch gutes, Drinking Game for Gamers machen, Alter. Immer wenn man hinfällt oder halt was fällt, ey, muss man was trinken. Gonna do a kickflip now. Atmen, keine Zeit, komm schon. Okay, nur nicht die Taste loslassen, nur nicht die Taste loslassen. Links, rechts, links, rechts. Yes, Alter, we made it. Ah, der braucht zwei! Wollt ihr mich flachsen, oder? Nein. Oh, das Ganze nochmal. Oh. Ey, das ist echt die Hölle, Mann, ey. Wir sind gestorben und leben jetzt in der Hölle. Oh. Wenn wenigstens einfach nur das Laufen in beide Richtungen gleich wäre, ey. Kann man das nicht umstellen? Spine-Tingle. Jetzt hat der Controller vibriert, keine Ahnung. Friggin' Skateboard. Okay, dann gehe ich jetzt schon mal. Ihr wisst nicht, wie schwer das macht, dass ich nach links laufe, andersrum denken muss von den Schritten, als nach rechts. Rechts ist es für mich normal und nach links ist es irgendwie halt spiegelverkehrt. Das ist so anstrengend. So, wir lassen das schon mal wieder runter. Spine-Tingle hat jetzt auf jeden Fall keinen Unterschied bis jetzt gemacht. Umdrehen, atmen. Ja! Oh, Mann, Mann, Mann. Ja, so denke ich mir gerade, ey. Ja!
Links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Ah, jetzt. Ah, okay, es vibriert dann kurz bevor man Rückgrat verliert irgendwie. Freaking skateboard. Aufstehen, rechts, links, rechts. Hi. Nochmal durchatmen. Blinzeln nochmal. Alles erledigen, drücken, umdrehen. Okay. Nein! Links. Mal schauen, ob wir es trotzdem noch schaffen, trotzdem mal hinfallen. Ja! Ja! Jetzt nicht umfallen wegen keiner Luft. Ja! Yo, Sam! Ja! I can totally kickflip over that box. Death says, having never actually landed a kickflip in his entire existence. Die Story ist so gut, ey. Er macht alles kaputt. So 47 ist das doch großartiges Finale jetzt. Death manages to spill Lephidium all over every robot in the basement. Geil, danke dafür. An den Grim Reaper. Oh no! No, 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 no! Oh no, no! Sam! What are we gonna do, yo? Every robot in the basement gets too conscious and escapes. Sam has to get out of work ASAP, and this time with a good excuse. Don't you see, you doorknob? I was directly involved in waking those things Schön to life. Schön hat das gemacht. Was? They hurt anyone. Ein heftiges Spiel. So, ich hoffe, es speichert alles hier. Mann, 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 ey. Es ist so anstrengend, aber so geil. Story, Gameplay, Steuerung, alles. Chapter Select können wir machen. Und es gab ja hier Time Attack. Gab es nicht auch irgendwo? Oh, sorry. Koop oder sowas? Gut, hier haben wir auf jeden Fall unseren Speicherpunkt, ey. Eieieiei. Uff, war das anstrengend, ey. Aber geniales Game, kannst du mir empfehlen. Links, rechts und danach rechts, links. Doch easy, wenn du es selber vorsagst. Ja, wie gesagt, das Hauptproblem ist, wenn ich... Oh, ich mache jetzt hier mal den Bums aus. Das Hauptproblem war, wenn ich nach rechts gelaufen, von links nach rechts gelaufen bin, dann hat es gepasst eben. Dann war R2 rechtes Bein, L2 linkes Bein. Links, rechts, wie auch immer, ganz normal, rechts, links. Und wenn ich aber dann links rumgelaufen bin, dann war es eben andersrum. Da musste ich denken, jetzt habe ich den linken Fuß vorne, muss aber trotzdem L2 drücken. Irgendwie so. Auf jeden Fall Kopf komplett gesprengt, ey. Ja. Jetzt nur nix deleted. Und dann drehst du es um. Ja, Leute, danke fürs Zuschauen, ne? Großartig Spaß gemacht, Alter. Das Game auf jeden Fall komplett Empfehlung. Ich bin mal gespannt, ob es halt so, wie lange es geht halt so, ne? Ob es halt so 2 Stunden nur geht oder 4 Stunden, 8 Stunden. Manuel, Samuel, richtig geiler Shit. Tobi, wir hören uns im TS und ansonsten gute Nacht, ciao, schönen Abend alle anderen. So.